Hier stehen wir im sogenannten Kühlschiff. Also wenn man jetzt mich hier sieht, dann stehe ich in einer Metallwanne. Und hier würde jetzt die Bierwürze abgekühlt, nachdem wir sie im Sudhaus gekocht haben. Der nächste Schritt wäre jetzt die Gärung, aber dafür muss eine bestimmte Temperatur erreicht werden. Und ohne Kältemaschinen, die es in der Zeit noch nicht gab, konnte man hier in diesen Kühlschiffen, also ich würde jetzt quasi wadentief in Bierwürze stehen, erstmal um einige Grad abkühlen. Aber viel wichtiger, was man hier hinter mir sieht im Augenblick, sind nämlich die Emailschilder. Wir haben hier ungefähr 500 Stück ausgestellt. Und was wir damit zeigen können, ist eigentlich eine unglaubliche Vielfalt an Brauereien, die es in ganz Deutschland gibt. Aber spannend ist vor allen Dingen, dass wir hier in Oberfranken die größte Brauereidichte, also immer in Relation natürlich zur Einwohnerzahl, aber die größte Dichte an Brauereien, an auch Metzgereien, Bäckereien haben und wir uns daher mit gutem Grund Genussregionen nennen können. Also wir leben hier quasi im Paradies und wissen es oft gar nicht so genau.